Ja, jetzt möchte ich gerne Jasmin kurz nach vorne bitten. Sie wollte auch was zum inneren Frieden, glaube ich, sagen. Bitte schön, Jasmin. Ja, hallo Braunschweig, einen schönen Abend, ihr Lieben. Schön, euch wieder hier zu sehen. Ja, ich wollte so ein klein bisschen noch mal was zu unserem inneren Frieden sagen. Da hatte ich ja bei der, ich glaube, zweiten Mahnwache ist es gewesen, das erste Mal mit Nico, so ein bisschen was gesagt. Und zwar geht es mir so ein bisschen darum, zu gucken, was hat denn der Weltfrieden, der Frieden wirklich mit uns, mit mir selber zu tun. Und wenn ich selber mit mir nicht in Frieden leben kann, dann kann ich es auch nicht mit meinen Nachbarn, dann kann ich es nicht mit den Nachbarn über unsere Grenzen hinaus, ich kann es halt nicht mit den Menschen, die irgendwo in der Welt leben. Und ich denke, gerade wir auf der Mahnwache hier in Braunschweig ist die eine Sache, ich meine grundsätzlich auf allen Mahnwachen, haben wir, glaube ich, als Friedensaktivisten so ein kleines bisschen die Verantwortung, in diesem Sinne Frieden auch nach außen zu tragen, voranzugehen. Und ich möchte die Gelegenheit hier heute nutzen, an alle Mahnwachen, die mittlerweile existieren, doch nochmal zu gucken, wo ist denn meins, wo ist mein Friede und wo ist denn mein Ego vielleicht, was da nochmal gestreichelt werden möchte. Ich habe jetzt dieses oder das gesagt und da muss der andere ein bisschen mehr drauf eingehen, den anderen einfach so zu nehmen, wie er ist. Einfach zu akzeptieren, dass er eine andere Meinung hat wie ich, dass er vielleicht auch in einem anderen, also ich sehe das immer so ein bisschen als Klassenzimmer. Ich sitze auf meinem Stuhl und jemand anders sitzt auf einem anderen Stuhl und hat eine andere Sichtweise auf die Tafel. Und folgedessen kann er natürlich nicht meine Sichtweise haben. Und dass ich das einfach mal akzeptiere und das einfach hinnehme und den Frieden nach außen trage, den ich im Inneren habe. Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer von uns liebt sich denn selbst? Das ist ein wenig schwierig heutzutage, sich selbst in dieser Hektik, die wir haben, selber auch wahrzunehmen und zu sagen, Mensch, das bin ich. Dann gehört dazu, wo ist mein Wert, mein eigener Wert? Wenn wir andauernd im Leben gesagt kriegen, wir können nichts, wir taugen nichts und wenn wir heute aufs Bankkonto schauen, dann sehen wir, wie viel wir für die Gesellschaft taugen oder nutzen oder eben nicht, dass wir da wirklich mit uns selber ein bisschen ins Innere gehen und sagen, ich bin auch mit der Situation, in der ich gerade bin, zufrieden, mit mir im Frieden, weil diese Situation will uns auch etwas sagen, nämlich nachzudenken, wie komme ich aus einer Situation wieder heraus. Das ist das eine. Dann haben meine beiden Vorgänger etwas gesagt, was ich sehr spannend fand, auch in die Richtung Frieden. Ich kann mir vorstellen, dass unsere sogenannten Herrschenden auch Angst haben. Nämlich nicht alle sind irgendwo verbohrt in ihren Gedanken und sagen, ich muss jetzt Geld scheffeln, weil ich so gierig bin. Sondern viele möchten sicherlich ganz gerne auch über ihren Schatten springen. Aber solange wir nicht friedlich nach außen sind und das auch für uns leben und propagieren, kann ich mir vorstellen, dass diese Menschen da oben Angst haben. Weil es gab eine Zeit, ich habe Herrn Kohl mal erlebt, da war ich 17 Jahre alt, in Salzgitter ist das gewesen, seine erste Veranstaltung, er wollte Bundeskanzler werden unbedingt, ist er dann nicht, ich meine Herr Schmidt ist es nochmal geworden, aber damals war das für mich uninteressant. Da kam man jedenfalls noch gut mit Eiern und Tomaten zurecht, wenn einem so einer nicht gefallen hat. Ich glaube, heute ist das eher kritisch, Tomaten und faule Eier, habe ich manchmal das Gefühl, reichen da dem einen oder anderen nicht mehr und man möchte den wirklich ans Leder. Zumindest kommt das so rüber. Und dass wir ja einer Frau Merkel, einem Herr Gauck, wie alle sie auch heißen mögen, so ein bisschen das Gefühl geben, du bist trotzdem in unserer Mitte willkommen, auch bei dem Mist, der da gerade läuft. Und dass wir, wenn wir stehen ja für Frieden, wenn wir zu irgendwelchen Kundgebungen gehen, wo diese Menschen ja auch ausgebuht werden, wenn wir erleben, dass dort Angriffe, auch körperliche Angriffe auf diese Personen sind, denke ich für mich, habe ich auch eine Pflicht, mich vor diesen Menschen zu stellen, der seine Aufgabe macht, denn auch dieser Mensch ist einfach nur ein Mensch, egal was er tut. Und das ist das, was ich euch heute so mitgeben wollte. Ich danke euch, dass ihr mir wieder zugehört habt und wünsche uns alle noch einen tollen Abend und wie immer eine gesunde und friedvolle Woche. Danke euch. Ja, super, danke, Jasmin.